Willkommen zum zweiten Teil des Rückentrainings mit dem Schlingentrainer. Viel Spaß dabei! So, jetzt kommt die erste Übungskombination. Wir beginnen mit niedrigen Rudern, dann mittleres Rudern, hohes Rudern und Winkelkatze. Ja, diese Kombination aus diesen vier Elementen immer im Wechsel, sodass der Rücken möglichst umfangreich gefordert wird. Dabei den Körper mal schön steif lassen. Das Ganze lässt sich natürlich auch mit dem Reverse Fly kombinieren. Low, Medium, High Row. Zurückgehen und am Ende aufziehen zum Reverse Fly. Niedrig, mittig, hoch, zurück, mit gestreckten Armen aufziehen. Eine weitere super Kombination ist der Squat Row oder auch die Ruderkniebeuge genannt. Da verbindest du quasi eine Kniebeuge mit einem Ruderzug, sodass du nicht nur den Rücken dabei hast, sondern ebenso deine Beinmuskulatur forderst. Was mit dem Rückentraining mit dem Schlingentrainer? Es ist unglaublich heiß hier. Ich bin extrem ins Schwitzen gekommen. Ungelogen 38 Grad heute hier oben. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu dem Video hast oder zu den Rückenübungen, kannst du die gerne unter dem Video posten. Gerne auch liken oder mit deinen Freunden teilen. Freue ich mich sehr. Und ja, wenn du regelmäßig von mir informiert werden möchtest, abonniere am besten meinen Kanal, dann verpasst du gar nichts.